herzlich willkommen zurück auf dem Laptop in unserer kleinen Firma German Cargo Company. Und ja, direkt mitten an der mexikanischen Grenze, dort haben wir geschlafen. Im Truck musste ich schlafen, denn ich habe nichts anderes gefunden erstmal. So, wir schauen mal, wo sind wir eigentlich? El Paso. Wir sind in Ciudad Juárez. Hoffen wir es mal. Naja, das ist ein bisschen... Hier. So, wir wollen weiter Richtung... nee, Colorado eigentlich nicht. Das wäre wieder zurück. Keine Lust drauf. San Simon wäre Arizona. Achso, jetzt sind wir schon mal wieder weg. Da müssen wir eine kleinere Fuhre diesmal machen. Und zwar, ja, die ist ein bisschen sehr klein hier. Und vor allen Dingen müssen wir ewig weit fahren. Der hier wäre ein bisschen größer. Also nicht viel, aber ein bisschen. Ja, das wäre eigentlich die beste zur Zeit. Das ging nach Wyoming. Texas wäre natürlich eine Idee. Hier, das wäre ein bisschen eine größere Fuhre. Ja, die machen wir. Die nehmen wir. Nach Chihuahua. Dort kommen die Chihuahuas her. Müssen wir schauen, wie es mit Tankerei aussieht. Bin da tatsächlich keine Ahnung. So, mitten in der Nacht leider. Auf geht's. Aber es ist eigentlich schon wieder so gut wie morgen. So, Licht ist an, ne? Alles klar. Auch in der richtigen Stärke. Und dann schauen wir. Das in ja, wir sind das letzte Mal tatsächlich die falsche Grenzkontrolle reingefahren, hatten wir echt Probleme. Wirklich Probleme. Also richtig große Probleme. Ach, müssten wir nicht nach irgendwo. Wartet halt, wie sieht's aus? Nee, der Tank ist voll. Zustand LKW. Ja, wir müssen vielleicht noch, wenn wir irgendwo mal eine Werkstatt sehen, vielleicht dann in Chihuahua, ne? Noch lässt sich's ganz gut fahren, oder? Ausblenden. Hier holen wir uns jetzt unseren Auftrag ab, ne? Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Ist gut. Biege nach rechts ab.
Genau. Ach der, Entschuldigung. Ich habe es tatsächlich in der Dunkelheit nicht gesehen. Hallo. Ach du grüne Nonne. Das ist ein bisschen. Das ist aber schon ein bisschen eng hier. Das habt ihr. Das würde ich nochmal tatsächlich an eurer Stelle überarbeiten. Wir sind fertig. Gut. So, wir würden gerne nach Chihuahua fahren. Oh, das ist ein riesiges Ding hier. Ja, sei es drum. Nach Chihuahua zu? Keine Ahnung, was das ist. Von Delta zu irgendwas. Zeit zu gehen. So, hier ist er. Irgendwelche Kisten. Wahrscheinlich. Jetzt kommen wieder die Klischees raus. Ah! Habt ihr. The Queen of the South oder so ähnlich hieß es gesehen? Nur Drogen und Waffen kann das sein. Zum Losfahren. So, dann fahren wir los. Das ist, da müssen wir echt aufpassen. Da müssen wir echt, echt, echt aufpassen. Weil das lang. Das ist wirklich sehr, sehr lang. Schaut hin. Ich mach gleich eine Rie. Oh, schaut mal hin, unser Wendekreis. Super. So, wir werden uns ein bisschen. Ich hätte beinahe gesagt, mexikanische Musik reinmachen, aber ich glaube kaum, dass wir einen spanischen Sender nehmen. Nehmen wir den US-Sender, nehmen wir wieder den Country-Sender. Ist ja immer. Lalala, hulalala, hulalala. Also, wir fahren auf der 450 über Villa Ahumada. Und dann sind wir schon dort. Ja, okay. Das wird. Das ist. Also ist eine Werkstatt. Aber wir gehen nicht in die Werkstatt. Gehen wir, das machen wir zum Schluss. Nein, in Mexiko ist es ganz schön gesichert hier. Mit den Klischee raus. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Schwer hin zu sehen, ob wir schon raus sind. Biege nach rechts ab. Linkes Fenster zu. Ja, fahren ein bisschen durch Mexiko. Demnächst rechts abbiegen. Und wie gesagt, um 5 müsste dann langsam die Biege Sonne nach hoffentlich rechts ab. aufgehen. Sehen wir vielleicht noch ein bisschen was, auch wenn es eine eher kurze Fahrt wird, glaube ich. Linkes Fenster auf.
merke gerade. Aber der will uns rauslassen, aus irgendeinem Grund. Oh, wir kommen. Ich komme gar nicht weg. Ich komme nicht über den. Über den Buckel drüber. Gehen wir das Differential rein. Differential raus. Linkes Fenster zu. On the street. Ich bin nicht über den Buckel drüber gekommen. Aber das Differential hat uns drüber. Hat es uns irgendwas geschadet? Zustand LKW? Zustand LKW? Nee. Auftragsbeschreibung? Okay. So, passt auf, wir müssen dort sein, spätestens um 15 Uhr. Da wir ja, denke ich mal, nicht schlafen und nichts Großartiges dazwischen machen, müsste es eigentlich, schaut hin, das sind 4 Stunden, also das dürfte eigentlich keine große Problematik darstellen. Sag ich jetzt mal einfach so. Aus, nee, wartet mal. Tesla. Ja, diesen ausblenden. So gut wie die, also so gut wie ich auch wirklich die Elektroautos finde und dass das dorthin geht, ne? So umweltschonend und Umweltnachhaltigkeit. Immer also, geradeaus. Da bin ich wirklich ein großer Fan. Oh, das war ein Stoppschild. Da bin ich wirklich ein großer Fan davon. Aber was Musk das so macht, da bin ich kein großer Fan davon. Wie halt Montesquieu immer gesagt hat, nee, nicht immer gesagt hat, aber gesagt hat, gib jemanden die Macht und er wird sie missbrauchen. Wieso gerade 62? Merkwürdig. 62. Andere LKWs. Da kann man nicht viel falsch machen. Gibt es uns hier eine Maut? Tatsächlich. Aber die ist. Oh, bitte. Ich wollte schon sehen. Bitte geh hoch. Aber die ist bezahlbar. Der wird sich noch reinschlängeln, sag ich mal. Na gut, wir haben eine 3-Spur. Drüben geht's. Da kommt aber noch eine Schatte. Der hat sich noch an uns vorbeigeschummelt. Ja, es ist schwierig zu sagen, ne? Ich bleib mal hier. Sowieso keine hinter uns. Also, denke ich mal. Ja, schade. Dass wir nichts von der Prärie hier sehen. Ich meine, okay, wird eh nur Wüste sein. Interessant wird es dann, wenn wir nach Chihuahua reinfahren, ob es ein bisschen mexikanisch aussieht. Na, da können wir noch ein bisschen loslegen. Jetzt ist sogar 68. Oder was soll denn das sein? Hier 68. Da ist doch irgendwas komplett faul. Habt ihr überhaupt ein Schild gesehen, wie viel wir hier fahren da?
Der macht unser Navi uns einen Strich durch die Rechnung. So, hier darf man nicht mal wieder Sprachfindungsschwierigkeiten. Nicht mehr wiederholen, nicht mehr überholen. Es ist trotzdem. Es ist ziemlich eng hier. Auf dem kleinen Ding. Also mich wundert es nicht, dass. Das ist wahrscheinlich doch das Seidenstreifen. Hier. Deswegen gehe ich mal wieder hier rüber. Ich denke mal, das ist das Seidenstreifen, denn ansonsten wäre es ja nicht durchgängig. Wisst ihr? Das sieht nur so komisch aus, weil da noch so Dinge dazwischen sind. So. Ja. Halt Abstand, halt. Aber das hat ja nichts zu sagen. Es ist um 6 und noch nicht mal hell. War es nicht immer um 5 Uhr hell? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier jetzt gerade eher dunkel wird und später hell. Natürlich nicht gerade in die Karten spielt. Denn wir müssen, glaube ich, dann trotzdem vor unserem nächsten Auftrag, ja, kommt drauf an, was für ein Auftrag es wäre, müssen wir vielleicht schlafen. Und reparieren sowieso. Und es ist noch stockduster. Was bedeutet das E? E wie Espanol? Der transportiert Moos. Wahrscheinlich irgendwelche Fleischstücke. Denn ein Kuhtransporter ist er nicht. Also, sieht nicht so aus. Hier haben wir 110. Ja, das kann natürlich sein, dass das KMH sind. Ne? In Mexiko fahren die nach KMH, deswegen haben wir diese komischen Meilen hier. Das kann natürlich sein. Ah, das ist natürlich möglich. Ist in Mexiko, fahren die nach Kilometer pro Stunde? Eigentlich müssten wir hier total viele VWs. Na gut, es ist jetzt auch schon wieder Jahre her, seit ich dort war. Aber, ich glaube, ich habe nie in einem Land so viele VWs gesehen. Also sind wir in dieser Villa. Ahamuda. Ahumada. So. Ist das Obama? Ne, muss eben mexikanischer Präsident sein. Genau. Und dem Pferd? Steht da ein Pferd? Da steht ein Pferd. Steht ein Pferd. Einfach so rum. So, ich habe gedacht, das ist so ein kleines... Da steht noch ein Pferd rum. Das ist einfach so ein kleines Nest. Ein bisschen schneller kann man fahren.
mich ja ein bisschen umschauen. Puck, puck. Die fahren alle so links. Bin mir jetzt nicht sicher. Komme ich rechts auch rum? Ach du Grüne. Bitte sag, dass ich rechts auch rumkomme. Der fährt ganz rechts. Boah, ich habe immer eine Schiss, dass das Ding nicht aufgeht. Ja, wenn die das so durchbrausen, so ganz rechts, wie werden das, wenn wir jetzt da durchfahren würden? Ich würde es jetzt nicht unbedingt forcieren. Aber was wäre? So, hier geht man rüber, denke ich, gleich. Ja, also für die ganz, eigentlich nicht, ne? Also für uns nicht. Sind wieder so Boller? Die haben es mit ihren Bollern hier, ne? Die wollen nicht, dass man so schnell fährt. Aber ich könnte hier 62 dahin rauschen. Mal pro Stunde. So, jetzt wird es tatsächlich hell. Um 7. Um 7 wird es hell. Ein bisschen Berge haben sie hier. Scheint auch ein bisschen Wald zu sein, wenn ich so sehe. Schauen, wie eben jetzt die Mods oder die Map-Mods, die ich drauf habe, wie die denn so funktionieren, ne? Zurzeit. Wir wollen es nicht beschreien, sieht's gut aus. Jetzt kommt Nebel auf. Danke. Jetzt, wo wir es sehen können, kommt Nebel auf. Logisch. Lassen wir mal unsere Lichter an. Verstehe ich, ja. Ups, ja. Das finde ich. Gemeinsam. Sind noch auf der Autobahn, ne? Ja, da fährt man ein bisschen langsamer. Sorry. Oh, schön. Der rechts das Auto gesehen. Denn seine Lichter sieht man echt kaum, ne? Gerade mal ein bisschen konzentrieren hier in dem Nebel. Dass wir noch irgendwo drauf fahren. Wird eh eine billige Fuhre. Ja, blöd, ne? Ja, genau so ist es hier. Also, genau so bin ich auf der Autobahn. Genau so schieben sich die vorbei. Jetzt fehlt uns der Schwung. Das ist schon logisch. Ja, ist mir leider abgeschmiert. Doch nicht ganz so stabil, wie die Mods laufen. Ne? Ja, müssen wir schauen. Wenn das zu häufig ist, müssen wir sie trotzdem wieder runterschmeißen. Ob man, oder wenn es jetzt wieder ist, muss ich sie leider wieder runterschmeißen. Ich weiß, das ist ein Problem, weil wir dann wieder in Fresno zurückgesetzt werden. Aber so ist es halt. Er hat mich rausgeworfen. Gott sei Dank speichert es hier immer mal automatisch. Ist schon ein bisschen Western-Atmosphäre hier.
Berge dahinter, ne? Das ist jetzt schon was. Aber das ist so Landschaft, ja, die, da möchte ich mal, schaue ich mir mal an, aber das ist jetzt nichts, wo mich jetzt furchtbar reizen würde. Der ich den nochmal hin möchte, müsste. Obwohl es in Mexiko tatsächlich sehr schöne Dinge gibt. Natürlich auch mit Palmen und so weiter. Und Canyon und was weiß ich. Zweimal abgestürzt. Ich habe mal, vielleicht beißt sich ja das, man weiß es nicht, ein bisschen vielleicht trotzdem nochmal probieren. Ich habe mal die Vegetationsmod rausgenommen. Ich hatte eine Vegetationsmod drauf und ihr seht es vielleicht, das ist ein bisschen anders jetzt. Die habe ich mal runter. Vielleicht ist es die, die uns den Absturz bringt. Dass die sich beißt mit der Map. Wisst ihr? Warte, wisst ihr? Was ist das dorthin? Ah, das ist eine Straße? Ich weiß gar nicht. So, gleich am Anfang hatte ich gedacht, das ist vielleicht eine Eisenbahn oder so. Na, schauen wir mal. Es wäre schade drum, wäre echt schade drum. Ich mag so Map-Mods. So, Chihuahua. Ich hoffe, wir sehen jetzt ganz viele Chihuahuas. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir jetzt durchkommen ohne einen weiteren Absturz. Wäre schön. Park Classic. Ein paar klassische sieht man schon. Autos. Amerikanische, vielleicht sogar mexikanische. Kenne mich zu wenig aus. Guten alten Pickups. Die gibt es wirklich einige. Trau mich nicht. Müssen wir überhaupt? Na komm, fahrt. Na los. Komm. Sei nicht so. Ja, da ist eben was passiert. Ich meine, im Landesinneren war ich noch nie so richtig drin in Mexiko. Meistens, alles ist ja eigentlich am Wasser drin dran, was ich mir angeschaut habe. Die ganzen Pyramiden, Maya-Pyramiden und so weiter. Deswegen so richtig im Land war ich nicht drin. Ist ja dann auch in Cancun gelandet oder in Acapulco. Das ist ja direkt am Wasser dran. Ist ja eine ganz andere Landschaft, wenn man ins Innere reinfällt. Ist genauso wie in Spanien. Hat man ja komplett andere Landstriche. So schön, ne? Haben sie echt gut gestaltet, finde ich.
bleiben wir mittig. Verkehr ist auch nicht so viel, wie man es. Manchmal hat man ja richtig viel Verkehr. So weit, so gut, würde ich sehen. Nein, ihr wisst, das habe ich schon wieder beschrieben. Also jetzt. Ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat. Mit kmh. Immer geradeaus. Ja, wartet mal. Da vorne geht schon ein bisschen links rum. Links halten und dann links abbiegen. Ja, dann zeig nicht geradeaus. Biege nach links ab. Ich meine, ich habe schon gesehen, aber... Jetzt blockieren wir zwei Spuren. Ich höre eine Eisenbahn. Die fährt dort. Schaut. Dort, wir kommen jetzt, wenn wir denn irgendwann mal fahren dürfen, kommen wir auf dem. Sag mal, wird das See grün hier? Kommen wir über eine Eisenbahnkreuzung, Strecke. Also hier gibt es kein Grün nach. Vor allen Dingen muss man noch auf die drüben noch aufpassen. Dort müssen wir schon wieder nach links. Jetzt sehen wir, ordnen uns gleich schon mal ein. Da ist er. Schau dann. Links halten und dann links abbiegen. Hier? Biege nach links ab. Mhm. Ah, die Ampeln sind teilweise echt. Die sind so unscheinbar irgendwie. Linkes Fenster auf. Na, ich freue mich schon mal, dass wir nach Chihuahua rein konnten. Ohne dass es nochmal abgeschlossen ist. Müssen wir jetzt mal beobachten, ne? Wir fahren ja noch ein bisschen in Mexiko rum. Ich doch noch rumgelesen. Aber die haben alles gesichert schon. Ne? Tesla ist Hochsicherheitsdreck. Sei grüßt. Habt ihr. Ja, ach, Kegel hingestellt. Ja, alles klar. Demnächst links abbiegen. Das ist ja ein riesiges. Links ab. Ein riesiges Gelände. Tatsächlich auch noch eine Eisenbahn. Jetzt verliere ich langsam die Übersicht. Da drüben. Alles klar. Sieht wieder. Aber wie soll man dorthin kommen? Wie komme ich denn da drüben rein? Das war hier falsch geleitet, meine Freundin. Ich glaube. Oh.
Oh. Sie sind am Ziel angekommen. Oh. Und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Oh, das wird eng. Oh, das wird eng. Bisschen zu weit ausgeholt, gebe ich zu. Huch! Verdammt. Muss man überhaupt hier rein? Oh, das sind Kegel. Oh, das sind nur... Oh, wirklich? Dort rein? Hm. Probieren. Schönes, ne? Gibst du. Ach, du grüne Neune. Wirklich? Wie eng soll denn das werden hier? Ja, das wird nix. Das müssen wir nochmal irgendwie anders machen. Nee, alles gut. Hätte ich jetzt beinahe nicht gedacht. Ja. Stehe nicht super gut, aber auch nicht so schlimm. Sehr schön. Dire Straits. Das ist natürlich super. So, wir... wir schauen nur uns ganz kurz nochmal an. Wo wir hin könnten, aus Chihuahua. Oder gibt es viele Möglichkeiten? Also, was heißt viele, aber doch einige. Zum Beispiel rauf, nie. Ich würde tatsächlich gerne weiter runter gehen. Oh ja, das ist unsere Tour hier. Das wird unsere nächste Tour hier. Eindeutig. Da bin ich mal gespannt. Das ist in Ordnung. Können wir uns eigentlich... gleich nehmen, aber ich möchte es noch nicht. Wie lange habe ich Zeit, die zu nehmen? Wann läuft die ab? In 21 Stunden. Können wir sogar noch schlafen. Das ist echt gut. Bauholz. Gefällt mir. Da fahren wir hin. Nach, ich kann es nicht aussprechen. Aguascalientes. Aguascalientes. Sehr schön. Ich sag ciao, ciao. Hoffe ich mir das nächste Mal das merkt, dass wir das wollen. Wir müssen aber schlafen dazwischen. Denn es ist eine lange Fahrt. Und tanken. Ja, wenn es da ist, gerne auch. Aber eigentlich haben wir noch genug drin. Ciao, ciao.